Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Wir gewinnen beim SK Rapid mit 1:0. Marco Schopp, der erste Saisonsieg, ist eingefahren. Wie lautet das Resümee der 90 Minuten? Ja, tut gut. In Wien zu gewinnen ist immer was Besonderes. Ich glaube, dass die Leidenschaft, der Wille, die absolute Bereitschaft, alles zu tun, um ein Tor zu verhindern, heute der Grund war, warum wir das Spiel gewonnen haben. Wir wissen, dass wir vor allem im Ballbesitz noch viel mehr Qualität haben, aber es war heute auch so, dass wir in einem tollen Stadion gespielt haben. Für den einen oder anderen war das vielleicht schon ein bisschen eine Herausforderung, das hat man vor allem am Anfang gemerkt. Und deswegen glaube ich trotzdem, dass es für die Mannschaft ganz wichtig ist, mit dem Erfolg den nächsten Schritt zu gehen, und das ist so leichter, als wenn man nachher so ein Spiel vielleicht verliert. Das war heute nicht der Fall, deswegen großes Kompliment an die Mannschaft, dass sie auch auf diese Art und Weise gewinnen kann. Danke. Wer beginnt? Wer hat Fragen? Klaus Ollmann. Ihr habt ja gut gespielt, wie ich vernommen habe, aber die Führung über die Distanz gebracht. Hast du da Sorge gehabt, dass das heute ähnlich passieren könnte? Also man muss dazu sagen, in den ersten beiden Spielen jeweils die Tore, die zum Anschluss geführt sind, sind aus dem absoluten Nichts gekommen. Also auch in diesen Spielen hätte ich eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass was passieren kann. Aber es hat einfach eine Kleinigkeit genügt. Und von daher, klar ist das heute auch wieder ein Thema gewesen. Aber es war nachher schon auch so, so ein Stadion mit der Kulisse, mit einer Mannschaft, die, so finde ich, sich als Gegner sehr, sehr gut entwickelt. So knapp vor einem Erfolg zu stehen, das hat vielleicht noch zusätzlich Kräfte mobilisiert. Deswegen, also nochmal, ich glaube, Leidenschaft, Wille steht heute über allen, und deswegen freut es mich, dass das auch Charaktereigenschaften sind, die Jungs heute am Platz gebracht haben. Bitte. Danke, David Riebertz von der APA. Markus, was sagst du zu deinem Matchwinner? Der hat vor heute 19 Einsatzminuten gehabt in der Bundesliga, in der Regionalliga gespielt davor. Hat sich heute super eingebracht. Was sagst du zu ihm? Ja, Chrissy Urdl ist ein fantastischer Fußballer. Einer, der technisch fantastische Anlagen hat, der in der letzten Zone gefährlich ist, aber nicht nur selbst, sondern der es auch schafft, mit dem letzten Ball jemanden in eine tolle Position zu bekommen. Der ist den Schritt jetzt dann gegangen, Schritt in die Bundesliga. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er noch ganz viel zu lernen hat. Aber es ist der Lernprozess wesentlich einfacher, wenn man das einmal mit einem Tor belohnt fühlt und sieht. Und deswegen gratuliere ich ihm. Aber so wie ihm und auch den ganzen anderen Jungs muss man einfach sagen, da ist sehr viel Luft nach oben. Und das ist auch das, was die Jungs, glaube ich, auch selber spüren. Dominikaner von Express, hallo. Wie gut tut dieser Sieg auch für das Selbstvertrauen? Es geht nächste Woche auch gegen Salzburg. Was ist da realistischerweise auch drin für Ihre Mannschaft? Ja, also ich habe von Anfang an gesagt, dass es für uns keinen Gegner gibt, wo wir der Meinung sind, dass wir keine Chance haben. Das ist nächste Woche nicht anders. Es ist für uns schon wichtig auch gewesen, sich einmal mit 3 Punkten belohnt zu haben, weil es doch in den letzten beiden Spielen gefühlt irgendwo Niederlagen waren. Ja, trotzdem, dass wir 2 Punkte gemacht haben, aber es war trotzdem irgendwo das Gefühl, so richtig fühlt sich das nicht nach einem Punkt an. Und das heute, finde ich, ist eben extrem wichtig für den ganzen Prozess, dass die Jungs verstehen anfangen, dass es nicht nur über die Art und Weise des Ballbesitzes geht, sondern auch noch geht, was es heißt zu leiden. Und das war heute ein ganz wichtiger Lernprozess für ein paar Junge, weil man darf nicht vergessen, dass da der eine oder andere, wie schon gesagt, der hat 19 Minuten, der Filler hat eine Minute noch gehabt, der eingetauscht worden ist, dass die einfach ein bisschen Erfahrung sammeln, und das macht es richtig spannend. Markus, Glückwunsch zum Sieg von meiner Seite. Ihr habt in beide Halbzeiten eher einen durchwachsenden Start gehabt. Seid gefühlt nicht von der ersten Minute an zu eurem Spiel gefunden, habt ein paar Minuten Anlaufzeit gebraucht. Wie hast du auf die Mannschaft eingewirkt? Weil immer so nach 5 Minuten in der ersten Halbzeit und so nach einer Viertelstunde in der zweiten Halbzeit, ja, habe ich von außen das Gefühl gehabt, dass wenn da eine Art Schalter umgelegt worden ist. Wie würdest du sehen? Ja, also hundertprozentig. Also wir haben das Spiel begonnen
mit einem Ballverlust im Zentrum. Resultat war ein Foul, Resultat war ein Freistoß. Aus dem Freistoß hat es ein Tor gegeben, das nachher aberkannt wurde und der Tormann war verletzt. Also ich glaube, dass das nicht der richtige Einstieg in ein Spiel ist. Letzte Woche in Linz war es nach 1,5 Minuten ein Elfmeter, der uns in Rückstand gebracht hat. Das Learning muss sein, dass wir einfach von Anfang an am Platz sind. Und da sind ein paar dabei, die einfach nur ein bisschen länger brauchen. Darf nicht sein, soll nicht sein, wird knallhart analysiert, weil es einfach jetzt das zweite Mal schon ist. Und von daher muss man ganz einfach denjenigen klar vor Augen führen, was es heißt, von Anfang an am Platz zu sein. Das heißt, schon beim Aufwärmprozess muss das so sein. Und wenn wir in die zweite Halbzeit rausgehen, vor allem wenn man weiß, der Gegner will das Spiel so schnell wie möglich entscheiden, dann muss man dagegen halten. Und da glaube ich, da kauft uns der Gegner hier und da die Schneid ab. Und da müssen wir bessere Antworten haben. Und das ist richtig, das ist vor allem am Beginn der ersten und heute der zweiten gewesen. In Linz war es vor allem in der ersten Halbzeit. Ist es aus deiner Sicht ein Lernprozess oder wie können sich da die Spieler in dem Bereich weiterentwickeln? Ja, man muss es natürlich mit den Jungs aufarbeiten, weil vor allem der Ballverlust vor dem Freistoß ist eine Situation, die sonst nie passieren darf. Und wir haben da ganz klare Ideen, wo wir einfach den Gegner schon von Anfang an versuchen, mit tiefen Bällen zu bespielen. Und dann kommt so ein dummer Ballverlust. Das sind Dinge, wo wir einfach noch mehr Klarheit vielleicht herstellen müssen mit den Spielern, aber natürlich auch in der Idee, wo wir einfach erkennen müssen, vielleicht ist es so, dass wir am Anfang ein bisschen mehr Zeit brauchen und dann müssen wir es ein bisschen leichter gestalten. Abschlussfrage, Alex Huber. Markus, Gratulation zum Sieg. Ich habe gefunden, in den ersten beiden Runden war es ja spielerisch bei den besten Teams in der Liga. Jetzt hat es, so wie du es beschrieben hast, da die Leidenschaft und das Null-Heimspielen gepasst. Wo ist denn dann eigentlich die Grenze nach oben? Setzt ihr euch bewusst ganz große Ziele? Sagt, warum nicht wieder Meistergruppe? Oder ist da das noch zu früh? Das ist viel zu weit weg. Wenn man sich die Mannschaft anschaut, noch einmal, da sind viele Spieler dabei, die jetzt die ersten Schritte in der Bundesliga machen. Also wir haben für uns schon eine klare Idee, wie wir am Platz auftreten wollen. Wir wollen die Jungs damit begeistern. Wir wollen eine Mannschaft haben, die immer mutig ist, die einfach mit ihren Qualitäten uns bereichern, sich selbst bereichern und sich weiterentwickeln können. Und wenn das mit dieser Qualität an Spielern passiert, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir viele Spiele gewinnen können. Aber ob das jetzt dann oben dabei ist oder was, also das ist ein Moment der Meisterschaft, wo ich mir über das überhaupt noch keine Gedanken mache. Ich genieße den Moment jetzt einmal, aber weiß natürlich auch, was es heißt, sich auf die nächsten Spiele vorzubereiten. Und ich habe es früher schon gesagt, ich glaube, gegen jeden Gegner ist was möglich. Das ist die Botschaft an die Jungs. So sollen sie auch jeden Tag auftreten. Das war heute nicht ganz so, weil einfach ein Gegner da war, der uns wirklich vor Themen gestellt hat. Aber wenn ich sehe, wie die Mannschaft Lösungen findet, dann ist das etwas, was in der Mischung mit dem anderen einfach den nächsten Schritt bedeutet. Und auf den freue ich mich. Danke und wünsche noch einen schönen Tag.